Es gibt Menschen, die singen, wenn sie alleine sind. Es gibt Menschen, die sind alleine, wenn sie singen. Und dann gibt es Menschen wie Sie, die mitsingen. Bei dem großen Pop-Oratorium Luther, was zum Reformationsjahr 2017 an vielen Städten in großen Hallen aufgeführt wird, mit Tausenden von Sängern und noch mehr Publikum. Ich will selber denken, nicht mit Gott. Eine der bewegendsten Geschichten, natürlich erst recht 2017, ist die Biografie von Martin Luther. Ein Mann, der für unser westliches abendländisches Denken unglaublich viel geleistet hat. Und das alles vertont von einem Genie, Dieter Falk. Singen ist der direkteste Ausdruck von der Seele. Unser Zwerchfell tanzt beim Singen, tanzt beim Lachen. Es wird spannend und es werden noch Sänger gesucht. Also, viele gute ärztliche und evangelische und ökumenische Gründe mitzumachen. Egal, welcher Konfession man angehört, mitsingen dürfen alle. Meldet euch an, macht mit. Wir sehen uns beim Pop-Oratorium Luther, spätestens 2017.